Moin und herzlich willkommen bei Let's Bets South Park, die rektakuläre Zerreißprobe, Folge 26. Wir haben gerade das magische Marihuana, würde ich sagen. Das magische? Das medizinische Marihuana organisiert und müssen das jetzt zu Classy bringen, damit sie uns endlich verrät, wo diese verdammte Katze abgeblieben ist. Alle anderen Informationen interessieren uns natürlich überhaupt nicht. Kommen dir Zweifel wegen der Wahl deines Geschlechts? Da kann dir Mr. Mackey weiterhelfen. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Einfach mal unser Geschlecht ändern. Einfach wieder umschieben, oder? Einfach, weil es geht. Mal gucken, was... Also, es kamen ja jetzt sehr viele Dialogoptionen oder Dialoge, die irgendwie immer als Kern das Thema hatten, dass wir geschlechtslos sind. Dadurch sind ja teilweise Kämpfe entstanden und sowas alles. Du meinst, wenn wir das umschalten, dann... Schau, dein Spielzeug ist. Ich hab dir das Super Streamer Startpaket. Okay. Interessant. Wir müssen wissen, also kurz bevor wir das Spiel jetzt gestartet haben, gab es ein relativ großes Spiel-Update. Also da hat Uplay, das ist die Plattform, über die dieses Spiel läuft und regelmäßig aktualisiert wird, hat uns ein großes Update reingedrückt. Also wer weiß, was wir da jetzt, was sich eventuell geändert haben könnte. Das kann durchaus passieren. So, wo sind wir? Wir sind da. Southpark Mall. Was gibt's denn hier alles zu tun? Wo wohnen wir nochmal? Wir wohnen Craigs Haus. Da unten Clyde, steht das. Bay Base, Jimmy's. Dein Haus. So, dann würde ich sagen, wir gehen auch einfach mal dahin und holen uns das Paket direkt. Das heißt, wir gehen hier rüber zum Schnellreisepunkt. Buca de Fagocini. Okay. Und organisieren uns das mal. Ich muss mir eben meine Brille neu aufsetzen, also wenn es gleich ein bisschen raschelt, einfach ignorieren. Und wütende Kommentare dazu schreiben. Hallo! Ja, ich erinnere mich. Wo sind die blöden Viecher? Wir konnten hier nicht weiter. Kann ich irgendwie... Nee, ich glaube, dazu, wir müssen noch irgendwie dazu noch was Bestimmtes können. Ja, wahrscheinlich schon. Können natürlich auch ins Raisins und Mosquito helfen, die Raisins Girls zu verprügeln, aber können wir diese... Achso, die haben wir schon. Ich dachte gerade, oh, können wir diese Weintrauben nehmen, aber das waren diese... Diese Memberbeeren. Genau. Genau, da oben kamen wir noch nicht hoch. Das ist jetzt etwas irritierend. Ich habe zwar eingestellt, dass das Bandicam den Mauszeiger hervorheben soll, aber uns wird hier jetzt gerade kein Mauszeiger angezeigt. Achso, das heißt, wir haben gar keinen Mauszeiger. Wir haben jetzt gerade irgendwie... Das ist aber auch ungünstig. Hast du einen signierten Raisin Skull Kalender? Nein. Nee, gerade nicht. Wo ist von hier die... Kannst du die Einstellung unten rechts... Kannst du gucken, ob da der Mauszeiger... Nee, anpassen. Ich muss noch mal kurz hier in die Optionen gucken. Das ist nämlich gerade echt kein Zustand. Controller. Warte mal. Der geht, glaube ich, davon aus, dass wir einen Controller haben. Nee. Okay, das hat nichts gebracht. Unter Anzeige. Nee. Oh mein Gott, ja, dann, chill doch mal ein bisschen. Ja, das ist aber uncool. Spielen wir erstmal diese Folge noch ohne Mauszeiger und dann schauen wir mal, dass wir das irgendwie geändert kriegen. Captain Diabetes. Doch, der ging eigentlich, ne? Stimmt, Super Craig war einfach so nutzlos. Ja. Aber, ja. Eigentlich sollten wir euch irgendwann verzeihen, dass ihr uns unsere Kundschaft gestohlen habt. Aber nein, sorry. Ich verlasse mich auf dich. Das Gute ist ja, dass, die meisten, Sachen hier über Tasten funktionieren. Also gerade im Kampf. Oder ich kann es ja auch einfach von hier machen. Pow. Wunder aus, haut alles raus! Kamehameha! Bestellt ihr Süßen! Ferrari? Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. So.
kann aber auch... Damit würdest du zumindest zwei erwischen. Genau. Das ist ja nie verkehrt. Cool. Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Okay. Ja, und dann... ...haust du einfach hier auf die Mütze. Erwischst du, wenn du einen höher gehst, noch einen Rückstoß? Stimmt. Mach Platz für dir, bitte! Ah! So bitte, so als hätte das richtig wehgetan. Zeit für die Laser! Also... Ich würde das machen, weil dann ist auf jeden Fall, also wie gesagt, je weiter... Ja, aber sie können wir halt damit zum Beispiel auch direkt ausschalten. Ja. Pew, pew. Die packen wir easy. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung zieht okay, gerne vor. Deswegen, Zeig ihnen, was du drauf hast! Okay, da sollten wir auf jeden Fall die hier vorne rausnehmen, damit sie auf jeden Fall nicht noch mehr verzaubern kann. Ja, jetzt wird's hier schon ein bisschen trickier. Ja. Ah, sehr gut, Wunderarsch! Hey, ihr Süßen, ich hoffe, ihr habt Spaß. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Achso, Dein Angriff steigert nur mein Zorn! Kann hier natürlich auch die ganze Zeit... Das ist fürs Scrumble, so ihr Bastarde! Ja. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Kriegen wir jetzt eigentlich gerade ganz gut. Hey, Schnuckis! Pausiere den Kampf und hau unbeschwert auf die Gegner ein. So, schnell. Ach, ja, okay, jetzt kann ich natürlich... Nur schwer sehen, wo du was auswählst, ne? Dröhnt sich jetzt der Kopf. Ah, okay, ich eine habe ich aber ausgeschaltet. So, und jetzt hier... 3-2 Diabetes. Die haben überhaupt keine Chance. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Ich glaube, wir sollten nach dem Kampf tatsächlich eben einmal kurz das Spiel, also auch einmal pausieren, spielen, neu starten und dann wieder einsetzen. Ja. Weil sonst ist das echt nervig ohne Mauszeiger. Das ist schon ein bisschen doof. Das nehmen und weiter. Raisinsmeister. Cool. Sogar noch mehr in unserer Kiste gelandet. Gut, dann pausieren wir mal eben und schauen dann weiter, dass wir das irgendwie hier in den Griff kriegen. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Und wie ihr seht, oder vielleicht habt ihr den Mauszeiger ja vorher schon gesehen, aber jedenfalls sehen wir jetzt unseren Mauszeiger. Wir wollten zu uns nach Hause, das heißt, wir stehen hier, müssen also einfach die Straße runter, rechts rüber und dann alles klar. Dann können wir hier noch hin. Bitte komm, hier ist Mosquito. Ich könnte nicht bei einer ganz dringenden Sache. Moment, ich nehme das blöde Ding mal ab. Kannst du mir helfen? Ich habe da ein kleines Problem. Wir treffen uns zum Raisins, okay? Mosquito, Ende. Ja, schauen wir mal gleich. erstmal schauen wir jetzt in unsere Truhe, was Ike uns da so Schönes reingelegt hat und auch was wir jetzt dafür bekommen haben, dass wir so viele Raisins Girls kaputt gekloppt haben. Ist das unser Zimmer? Das ist unser Zimmer. Ja, genau, die Gamesphere. Ach, guck mal, der Mauszeiger ist wieder weg. Oh, wie ätzend. Okay. Dann holen wir uns das eben kurz raus. Ein Emo-Pony. Okay. Super Streamer. Also, das ist so ein Twitch-Ding. Das ist auch so Twitch-Lila. Super Streamer, Handschuhe, bla bla bla. Okay, folgendes dann. Dann starten wir das Spiel einmal eben neu. Ja, und schauen mal, ob es dann besser wird. Bis gleich. Also im Optimalfall kriegt ihr nichts davon mit. Und da sind wir auch schon wieder. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Wir haben das Spiel neu gestartet. Und wie ihr seht, wir haben eine neue Frisur. Ansonsten hat sich überhaupt nichts geändert. Wir hatten jetzt die Option, entweder wir machen hier den... hier den Hauptplot weiter. Oder wir helfen im Raisins Mosquito aus. Das ist allerdings die empfohlene Machtstufe 500.
Und wir sind irgendwo so bei 150. Deswegen würde ich sagen, das nein. Machen wir vielleicht noch nicht. Das machen wir was nicht. Ist denn, was ist denn Craigs Haus? Was geht denn da bei Level 8? Das Yaoi-Projekt. Das ist die Finde 30 Yaoi. Ah ja, okay, das... Genau, bei Jimmys Haus ist das. Sprich mit Craig in Tweaks Café. Das können wir natürlich auch machen. Sonst irgendwo was? Nee. Nee, nicht so ganz. Ich glaube, sonst hatten wir alles ziemlich fertig gemacht. Also ja. Ja, aber dann würde ich sagen, schauen wir mal bei Craig vorbei. Wir sind hier. Da vorne ist ein Schnellreisepunkt. Und da kommst du aber nicht durch, das, wie du siehst, wenn du nach... Ah ja, okay. Du hier komme ich durch, ja, und dann Schnellreisepunkt dahin. Ja, ich dachte, du wolltest... Oh, hey, Schatz. Dein Vater ist heute ein bisschen langsamer unterwegs. So. Schnellreise. Tada. Ist es Zeit für Blitzkrieg? No. Ninja. Bis dann. Dieses Bremsgeräusch dabei finde ich auch so schön. Alles klar. So, Super Craig. Können wir mit ihr reden? Da war eben noch was. Hey, du bist doch das Super-Stinktier aus den Nachrichten. Ja. Ah, fast. Was ist denn das links noch für Schuhe da? Mysteriös. Hotel Trivago. Drive Along 3. Terrence und Philip. So, Craig. Ich hab diesen Ex-Freund, den ich jetzt hasse. Und der hat noch meinen Laptop. Wenn er ihn dir nicht gibt, sag ihm, dass ich die Bullen rufe. Er heißt Tweak. Du findest ihn vermutlich im Café seiner Eltern. Gib ihm das. Craigs Nachricht an Tweak. Traitor. Dickbag. Hol meinen Laptop von diesem Penner zurück. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Klar, warum nicht? Selfie. Haben wir mit ihm nicht schon eins? Nee, offenbar noch nicht. Ich dachte, wir hätten schon eins gemacht. Ja, mach mal so, ist schon cool. Aber ich warte, bis ich in die Kamera komme. Ah, doch, hatten wir doch schon. Doch, hatten wir schon. Dann, aber hier, guck mal, wir sind in so einem... Café, willst du Vintage Café, da muss ja irgendwie... Durch den Selbstjustiz... Ich liebe handgemachte Bio-Selfies. Vielen Dank für deinen Einsatz. Kein Ding, Digga. So, genau, das hatten wir auch schon untersucht. So, bislang ist der Mauszeiger übrigens stabil. Na, wie laufen die Geschmackstests? Ich schmecke keinen Unterschied mehr! Bleib dran, wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Okay. Alles klar. Was ist das? Rück meinen Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag ihm, er kann seinen Laptop wiederhaben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege! Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir! Ich habe bezahlt und noch den Kassenzettel! Findest du es richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal! Tweaks Beleg für Stripe. Wichtiger Gegenstand. Haben wir Stripe nicht in die Luft gejagt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das war in einer der allerersten Folgen. Oh Gott, das ist jetzt... Ich meine, wir haben es jetzt gerade Anfang Februar. Was meint Tweak von wegen Laptop? Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripes Käfig ist. Bring ihn dem Arschloch. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Finde Stripe in Craigs Zimmer. Jo. Kann ich von behilflich sein? Nein. Da ist Craigs Haus. Ja, ich guckte nur gerade, ob da noch irgendwo ein Schnellreisepunkt in der Nähe näher dran wäre. Ich renn lieber schnell! Captain Diabetes hat dich zu sich nach Hause eingeladen. Bis zum Spielen eingeladen. Zum Spielen. Bis denne! Ich muss gerade überlegen, was das Schnellreisesystem im ersten Teil war. Das war Timmy, glaube ich, ja, ne, mit seiner Kutsche. Ja, das war Timmy! Timmy! Krüppelkeile. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie was Spannendes zu erzählen haben. Frohes Neues. Zuletzt haben wir im letzten Jahr aufgenommen. Ja, aber frohes Neues haben wir auch schon mal gesagt. Haben wir auch schon mal gesagt. Ja, das war auch gefaked, weil das war noch nicht im neuen
im neuen Jahr. Jetzt haben wir Februar. Heute ist überall Karneval, es geht los. Mein Handy oder mein Webmail-Account sagte mir, heute ist Karneval in Italien. Faszinierend. Ja, ne? Also Dinge, also nur damit ihr so wisst, wie man das so einordnen kann. Sonst geht hier, glaube ich, nicht viel. So, das ist älter. Das ist nicht Craigs. Ist das Craigs Zimmer? Was zur Hölle? Unser Mauszeiger ist wieder weg. So, wie war's? Wir konnten ihn irgendwie wegpurzen. Was ist hier noch? Alles Mögliche. Ich glaube, nichts von Relevanz. Okay, er läuft immer von A oder nach B. Hoppelt immer dazwischen. Wahrscheinlich müssen wir diese Dinger verstopfen. Ja. Oh Gott, du läufst so schnell. Das ist hektisch. Mit Zeitfurzpause kannst du Kreaturen fangen, die sich zu schnell bewegen. Aha. So. Das wäre hier ein Stück weiter weg. Da ist er jetzt. So. Dann pausieren wir die Welt mal. Tada! Strike mit mir, Schweinchen. Ach, guck mal, wir werden dann auch wieder immer dahin zurückgespawnt. So, okay. Damit wir das Zeitkontinuum nicht durcheinander bringen und die Leute nicht checken, dass wir woanders gewesen sind in Natürlich. Der Zwischenzeit. Damit wir quasi nicht immer von Punkt A nach Punkt B kommen. Ja. Ja, was es jetzt mit diesem Mauszeiger auf sich hat, das weiß ich auch nicht. Das ist aber ziemlich nervig. Das stimmt. Ich glaube, das hängt aber mit dem Update zusammen. Ja, oder mit Bandicam, dem Aufnahmeprogramm, weiß ich auch nicht. Ja, wir müssen mal schauen, dann müssen wir da einfach irgendwie. Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Folge so zu Ende. Müsst ihr jetzt leider Absprüche machen, als wenn wir euch die ganze Zeit da immer reinschneiden. Und immer wechseln und so. Und dann gucken wir mal, wie wir es hinkriegen und dann hoffen wir, dass wir es zur nächsten Aufnahme dann. Ist es Zeit für Blitzkrieg? So, jetzt haben wir hier den Mauszeiger wieder. Eventuell starte ich dann einfach gleich zwischen den beiden Folgen den PC einmal komplett neu. Das hatte ich so überlegt, ja. Jetzt ist der Mauszeiger nämlich wieder weg. Wenn du das Tweet gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Mhm. Okay. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Oh, wird er jetzt endlich vernünftig, hä? Schön! Hier ist ein blöder Laptop! Oh, hallo, du bist neu, stimmt's? Ich merke, wie sehr du dich bemühst, meinen Sohn und seinen Freund wieder zusammenzubringen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ein schwuler Sohn ist sehr gut fürs Kaffeegeschäft. Ich glaube, sie müssten nur mal zur Paartherapie gehen. Könntest du das Craig geben? Gemeinsam können wir ihnen vielleicht helfen. Hat er uns den Laptop gerade weggenommen? Er hat uns den Laptop wieder weggenommen, ja. Überweisung zur Therapie. Ich wüsste nicht, wie das jetzt irgendwie schief gehen soll. Ja. Wo ist er? Paartherapie? Ich soll mit Tweak eine Therapie machen? Niemals. Never. Sag ihm, ich mach das nur, wenn du auch mitkommst. Ich brauche Freunde um mich. Okay. Gib WonderTweak die Überweisung zur Therapie. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Kannst du mir den Laptop zurückgeben? Echt mal? Um es mit dem Spiel Das Rätsel des Meister Lu zu sagen. Dieb! Dieb! Es gab da einen chinesischen Bettler, der hat immer nur das gesagt. Oder okay. Vielen Dank, wenn man ihm Geld gegeben hat. Was ist das? Paartherapie? Craig! Verarschst du mich? Gut, okay, ich mach's. Nur wenn du dabei bist. Bei dir scheint er offenbar vernünftig zu sein. Okay. Sprich mit Mr. Tweak. Ich weiß nicht, wie das alles schief gehen könnte. Ich auch nicht. Aber ich bin gespannt. Es ist echt super von dir, dass du den Jungs beistehst. Ne? Elektropunk-Anzug. The fuck? Okay. Okay. Ja, wild. Kleidungskrieg. Ja, das war's jetzt? Nee, ich glaube, wir müssen draußen nochmal mit Craig reden wahrscheinlich. Nee. Der Plot ist weg.
Warte mal, ist die Paartherapie ganz links bei dem Polizei-Heini? Oder bei Mr. Mackie? Nee, dann nicht. Taucht vielleicht noch. Also es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt erstmal wieder irgendwo hingehen müssen. Dass dann oben rechts irgendwie eine Nachricht aufploppt. Ja, dann bleibt ja fast nur noch der Hauptplot, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich schon. So, das könnte jetzt sogar ganz gut passen. Die erste Aufnahme, bevor wir neu gestartet haben, waren ungefähr 9 Minuten. Jetzt sind wir bei 11. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einmal Pause. Ich wollte sagen, war eine Katze. Ich sehe keine Katze. Oh, wie fies von dir. Und wir schauen mal, dass wir hier das Problem mit dem Mauszeiger hoffentlich irgendwie in den Griff bekommen. Und dann sehen wir weiter. Bis dahin, ciao. Tschüss.